Ja, herzlich willkommen zurück, mal wieder hier zu unserem wunderbaren Empire Total War Let's Play. Beim letzten Mal sind wir mit unserem wunderschönen Königreich Schweden gut vorangekommen. Wir haben Polen komplett, ja, ausgelöscht. Die sind schon mal los, also. Mit den Russen haben wir auch Frieden geschlossen und wir sind jetzt nur noch im Clinch mit den Spaniern, die hier im Westen Deutschlands schon wieder am Vorrücken sind. Und ja, müssen mal gucken, wie sich das hier so entwickelt. Vielleicht können wir denen einen Friedensvertrag abtrotzen. Ich fände es gut, weil dann Hannover nicht mehr bedroht würde. Denn die Spanier sind doch jetzt sehr nah dran und ich glaube nicht, dass die Westfalen die feindlichen Truppen da alleine zurückschlagen können. Deswegen wäre es wohl das Mittel der Wahl, hier die Truppen, die ich hier jetzt ausgebildet habe, die wollte ich ja eigentlich nach Osten schicken, aber vielleicht wäre es besser, die einfach nach Westen zu schicken. Gut, bis dahin, also ich habe jetzt keine Möglichkeiten, hier einen Friedensvertrag auszuhandeln. Ich kann natürlich versuchen, den Durchmarschrechte anzubieten. Warte mal. Nein, machen sie nicht. Vielleicht mir noch ein paar Technologien oder sowas. Nein, auch nicht. Gut. Dann schaue ich mal, wo die Spanier uns noch bedrohen. Hier haben sie offensichtlich ein paar Handelsschiffe drauf. Ich hoffe, dass es auch wirklich nur Handelsschiffe sind. Und hier läuft deren Route lang, wo sie insgesamt, oh, 4.400 Goldstücke transportieren. Wir haben eine kleine Kriegsflotte hier. Die würde ich da gerne mal draufstellen. Jetzt haben wir noch 13.500 an Profit. Und jetzt, oh, 1.000 Goldstücke mehr. Nicht schlecht. Also wir plündern mal die spanische Handelsroute, um die Spanier so ein bisschen zu ärgern. Und, Quatsch. Ja, und dann warten wir auf die Elite-Truppen und die Heinis, die hier in Ostpreußen fertig werden, schicken wir dann einfach nach Westen. Anstatt nach Osten. Hier im Osten muss sich die Truppe dann selbst so zusammenfriemeln. Gut, weiter geht's. Hoffen wir, dass die anderen ruhig halten. Russland hat ruhig gehalten und Spanien scheinbar auch. Natürlich müssen wir jetzt genau gucken, was sich da noch so tut. Ob die irgendwelche Truppen vielleicht in unsere Gegend geschickt haben. In Norwegen hat sich ein Lebemann rekrutiert. Das ist schön. Also ein Spion. Den schicken wir dann auch mal hier hin. Genau. Also hier sehe ich noch keine Truppen, aber das muss nichts heißen. In Polen natürlich ein Forderungsschreiben des Adels. Aber ihr seht schon, nur noch minus 5 und minus 12. Da wir die Uni abgerissen haben, hier kommt jetzt eine Werkstatt hin. Es ist nämlich eine wohlhabende Stadt. Und das wurde alles repariert. Und dann bilden wir jetzt hier mal fleißig noch ein paar Milizen aus. 4 Stück erstmal. Arbeiter streiken hier auch. Und hier hat sich das aber auch schon wieder erledigt in Weißrussland. Und hier in Litauen bilden wir auch noch mal was aus und hier auch. Vielleicht können wir die dann auch weiter nach oben schicken. Das wäre eine bessere Variante, glaube ich. Oder wir lassen sie hier, weil hier auch die Russen nah dran sind. Naja, mal gucken. Genau, das ist auch noch mal Polen. In Schlesien wurde noch die nächste Stufe, nee, eine Werkstatt errichtet. Sehr schön, die rüste ich auch gleich auf. Mindestens Stufe 2 sollten alle haben, finde ich. Und in Schweden haben wir reichlich wunderbare Truppen. Genau. Oh, und hier in einer Runde wird das fertig. Freihandelsdoktrin, das ist schon mal nicht schlecht. Auch wenn die ja wieder ein bisschen zickiger werden, aber vielleicht gibt es ja noch ein bisschen mehr, weil ich habe jetzt hier ein paar Gebäude, die gut reingehaut haben. Oh, Pionierschule. Warte mal. Gebäude errichtet, okay. Rotierungsbericht in Schweden. Dann können wir jetzt ja schon die maximale Stufe der Artillerieakademie bauen. Pionierschule für 24 Pfünder Fußartillerie. Ja, und das haut dann richtig rein. Packelgewehre brauche ich nicht. Überlegene Linieninfanterie. Noch können wir davon ein paar Trupps bauen. 8 von 15 stehen bereits. Hier sind nochmal 4, also haben wir noch 3 übrig. Genau. Die fügen wir gleich mal zusammen und haben schon mal eine kräftige Armee.
Genau. Oh ja, das sieht gut aus. Ich bilde mal die nächsten Truppen gleich aus. Ein bisschen Geld haben wir ja noch. Berittene Artillerie dreimal bitte. Das ist eine gute Wahl. Und die sollten jetzt fertig sein hier in Ostpreußen. Ja, fertig repariert. Sehr schön. Hier ist das Schiff. Die Truppen gehen dahin. Und bitte einmal aufs Schiff drauf. Und die Marine bewegt sich jetzt so hierhin, dass wir da direkt... Ah, sehr schön. Kommt sogar noch an. Dass wir die Truppen in den Hafen bringen. Und vom Hafen aus alle Truppen bis auf die Miliz direkt nach Hannover verfrachten. In einem Zug. Super, wa? Gut geklappt. Hannover ist die bedrohteste Stadt gewesen. Und jetzt haben wir hier auch Berlin und Dresden und Prag abgedeckt. Und hier ist ohnehin Westfalen, unser Verbündeter. Ich hoffe, dass sie sich noch ganz gut halten. Und mit Spanien möchte ich aber eigentlich trotzdem irgendwann Frieden haben, weil das ist doch ziemlich nervig. Das bringt uns nichts, der Krieg, und denen auch nicht. Von daher, ich brauche den Krieg nicht. Genau. Die persische Handelsroute ist wie immer blockiert. Und ich versuche nochmal den Indianern was anzudrehen. Nö. Die Venezianer sind meistens recht freundlich, obwohl wir gar nicht mal so gute Beziehungen zu denen haben. Bei all meinen, bei so etwas fehlen mir die Worte. Aha. Nee, Bündnis ist auch Quatsch. Für 1800? Venedig? Ja. Was? Sind die bescheuert? Ja, gut. Venedig kann es gebrauchen. Das ist nämlich eine ganz wichtige Station hier, um in Norditalien so ein bisschen das Gleichgewicht zu halten. Außerdem ist es ja in der Nähe von Spanien und hat, glaube ich, auch gar nicht mal so gute Beziehungen zu Spanien, genau. Persien? Sehr schön. Ui! Mysur. Oha. Staatsschulden. Das sind Sachen, die normalerweise sehr viel bringen. Elftausend. Ja, gut, machen wir das mal. Sehr schön. Na gut. Wir sind wieder reich und können vielleicht noch ein paar Gebäude aufrüsten. Hier in Berlin zum Beispiel, in den wohlhabenden Gegenden, die wasserbetriebenen Textilfabriken und so. Das ist florierend, das ist wachsend. Auch wachsend. Auch wachsend. Also ihr seht, die werden alle mal arm, aber die sind schon jetzt irgendwie, ja, am Wachsen halt. Wohlhabend, das ist gut. Da gibt es am meisten Kohle. Und dann gehen wir mal voll in die Textilindustrie hier. Und hier gibt es noch mal ein paar Milizen in Riga, weil da die Uni immer noch ist. Husum. Noch ein Hafen. Ist bald fertig. Und dann können wir auch demnächst mal hier ein paar Kriegsschiffe weiter ausbilden. Die wir unter Umständen brauchen. Trockenlok. Oh, wir können das ja längst bauen. Dann machen wir das doch mal im Moment. Nämlich einen der Bauaufträge wieder zurück. Den hier mal. Und dann bauen wir mal ein Trockendock. Die dritte Stufe. Da gibt es nämlich... Oh, Linienschiffe zweiter Klasse. Sehr schön. Da können wir nämlich diese ganzen Sachen mal bauen. Und dann in den Süden schicken, Richtung Mittelmeer. Denn hier befindet sich irgendwo eine russische Flotte, die uns immer nervt, wenn wir Krieg mit den Russen haben. Und wir werden auch nochmal Krieg mit den Russen haben. Und deswegen wird es da auch nochmal brenzlig.
Oh, und Großbritannien hat Gibraltar erobert. Das ist klar, das müssen die auch irgendwann erobern. Ist ja deren Siegprovinz oder eine von deren Siegprovinzen. Schon mal interessant zu wissen, dass hier auch Knatsch ist zwischen den Briten und Spaniern, nehme ich an. Genau. Gut. Karibik, da sind ja die Spanier auch aktiv. Ich sehe aber noch keine Feinde. Meistens haben sie auch nicht so viele Truppen. Aber ich wollte eigentlich jetzt nicht auch noch Caracas irgendwie erobern. Da hatte ich jetzt nicht so riesen Lust zu. Ja. Machen wir weiter. Da kommt noch Verstärkung an in St. Petersburg. Oh, da ist irgendwas passiert. Im Westen. Irgendwas mit Frankreich oder Spanien. Mal gucken. Auf jeden Fall hält Spanien sich erstmal ruhig und Russland auch, obwohl die Russen mal wieder Truppen sammeln an der Grenze. Das sehe ich jetzt schon. Die planen wieder irgendwas. So, wir haben einen Edelmann in Estland und Livland. Das ist hervorragend, weil hier nämlich noch gar keiner in der Uni drin ist. Soweit ich weiß. Nava, genau. Jetzt nur noch 5 Runden für die Karkassen. Sehr schön. Forderung schreiben in Polen. Arbeiteraufstand. Die Kirchenschule hat es erwischt. Die wird gleich mal repariert. Das ist gut, dass es nur die erwischt hat. Die kosten nämlich nur am wenigsten Geld und auch am wenigsten Reparatur. Ja, also um eine Revolution werden wir wohl nicht herumkommen. Okay. Dann nochmal ein paar Milizen. Und, ja.